Mit einem Festakt auf dem Marktplatz feierte Dessau Roßlau den Tag der Deutschen Einheit. Anlässlich der 30. Wiederkehr wurde auf dem Platz der Deutschen Einheit ein Denkmal für Michail Gorbatschow enthüllt. Auf Initiative von Oberbürgermeister außer Dienst Hans-Georg Otto, finanziert durch private Spenden, schuf es der Hallenser Bildhauer Bernd Göbel. Ministerpräsident Rainer Haseloff sagte, er sei stolz auf das deutschlandweit einzigartige Denkmal. Es setze ein Zeichen auch für folgende Generationen. Demokratie und Freiheit seien nicht selbstverständlich, sie müssten immer wieder neu gestaltet werden. Die von Michail Gorbatschow angestoßenen Reformen unter den Schlagworten Perestroika, Offenheit, Glasnost, Umgestaltung ermutigten die Bürger der DDR, für ihre Rechte zu demonstrieren. Die friedliche Revolution von 1989 war ein erster Schritt zur Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten.